Viele Leute, auch jetzt schon ist es so, dass ungefähr 40% der Arbeitnehmer, gerade die, die wenig Geld verdienen, sich diese Zusatzrenten, all das nicht leisten können, um ein bisschen mehr zu haben als diese Grundrenten oder diese Grundversorgung. Wie wollen Sie das Problem lösen? Da haben Sie auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn tatsächlich ist es ja so, die Renditen am Kapitalmarkt sind momentan nicht gut. Es kann auch sein, dass die eines Tages wieder besser werden. Ich bin aber kein Finanzmarktexperte und traue mir auch keine Prognosen dazu. Deshalb plädiere ich dafür, dass man neben dem, was die gesetzliche Rentenversicherung und die private Zusatzversicherung bieten kann, auch vor allem auf eins setzt, nämlich auf Eigentumsbildung und dass man auch als junger Mensch anfängt zu sparen und Geld zurücklegt, wie man das früher traditionell auch gemacht hat. Denn wer von der Hand in den Mund lebt, wird eines Tages, wenn er alt ist und hilfsbedürftig ist, das teuer bezahlen.